Wenn wir jetzt ein Stück weit in die Zukunft blicken wollen, was liege dann näher, als jene ins Rampenlicht zu rücken, die sich als Trendsetter verdient gemacht haben? Eine Zeitschrift, man könnte schon fast sagen eine Institution, ist das Magazin Kraut und Rüben. Es wurde 1984 als Magazin für biologisches Gärtnern von der Amerikanerin Nancy Arrowsmith in Österreich begründet und im Folgejahr vom deutschen Landwirtschaftsverlag München übernommen. Seitdem ist es die Gartenzeitschrift für Biogartenfreunde. Und ich möchte nun ganz herzlich die Chefredakteurin Christina Freiberg, eine erfahrene Redakteurin und Gartenjournalistin, bei uns begrüßen, die den Finger am Puls der aktuellen Gartentrends hat. Gartentrends sind für die Sache des ökologischen Gärtnerns, wir haben das im Vorfeld schon kurz diskutiert, ja nicht immer nur einfach oder positiv. Daher bin ich schon sehr neugierig auf die folgenden Ausführungen und herzlich willkommen, Christina Freiberg. Ja, vielen Dank. Ist es schon an? Ja. Vielen Dank, liebe Katja, für die einleitenden Worte. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Gartenfreunde, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Bedanke mich auch ganz herzlich bei den Organisatoren für die Einladung, Frau Rinkamp, Frau Christa. Jetzt müsste mir helfen. Genau, da ist sie. Gott sei Dank. Hallo, vielen lieben Dank, Christa, auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und sprechen darf zu dem Thema. Ja, die Katja Batakowicz hat es schon angedeutet. Ich möchte mit Ihnen heute mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Mal schauen, was die Zukunft für uns bereithält. Das Symposium steht ja unter dem Namen Unsere Zukunft liegt im Garten. Und was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Es ist ja so, grundsätzlich ist es ja sehr sinnvoll. Organisation ist das halbe Leben. Es ist immer gut, wenn man vorher weiß, was einen erwartet. Und ich denke, ja, es ist das A und O in jeder Lebenslage. Wir sind froh, wenn wir Dinge planen, wenn wir Veranstaltungen machen oder wenn wir unseren Alltag managen. Überall brauchen wir eben die Möglichkeit, Orientierung zu schaffen. Und das können wir auch bei Gartenthemen versuchen. Ich habe jetzt, als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, natürlich mit den Trends in der Zukunft beschäftigt, habe recherchiert und mich teilweise doch auch ein bisschen gewundert darüber, was mir selber dabei für Erkenntnisse gekommen sind. Ich habe teilweise ganz andere Dinge erwartet als denen, die ich begegnet bin und als denen ich begegnet bin. Und die Katja Batakowicz hat es eben auch schon angedeutet, es waren nicht immer nur positive Trends. Wir würden ja erstmal erwarten, in erster Linie, dass wir uns mit positiven Dingen beschäftigen und auseinandersetzen im Garten. Das ist aber eben leider nicht überall der Fall. Ich möchte als allererstes aber mal darauf kommen, einen Blick zurückzuwerfen, was war in den letzten 5, 10, 20 Jahren der Trend im Garten. Da gab es aus meiner Sicht zwei große Strömungen. Das eine ist der Begriff Landleben, jedem von Ihnen geläufig, mit in den Medien sehr gerne aufgenommen und gespielt. 20, 30 verschiedene Landmagazine gibt es mittlerweile, die sich alle mehr oder weniger darum kümmern, einen Blick zurückzuwerfen, aber auch ein wenig das Landleben zu idealisieren. Das ist jetzt nicht unsere Art, mit der Natur umzugehen. Und auch natürlich erinnern wir viele von uns sich gerne an die Kindheit, die vielleicht in tollen Bauerngärten stattgefunden hat. Und wir würden gerne diese Zeit auch wieder zurückschrauben und es wieder erleben. Aber so ganz einfach, wie das da idealisiert dargestellt wird, ist es natürlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein Trend, der unvermindert anhält, der nach wie vor dankbare Kunden findet in der Industrie, die ihre ganzen Marketingmaschinen anwerfen, damit das gehörig ausgeschlachtet wird. Und sie sind auch wirklich erfolgreich damit. Das kann man ja nicht anders sagen. Dieser Trend ist eigentlich kein Trend mehr. Er ist in der Mitte der Gesellschaft längst angekommen. Und wir gehen damit ganz natürlich um. Insofern würde ich sagen, Trend, wenn wir danach gehen, was sind neue Trends, was sind alte Trends, das ist für mich kein Trend mehr, das ist einfach schon Realität, Natur und wir warten einfach ab, wie es damit weitergeht, wie lange sich das noch hält. Ein anderer Trend, der jetzt für uns schon eher eine Rolle spielt, hier, die wir hier sind, ist, dass Gärten in Gemeinschaft
Wir haben ja auch hier einige Gemeinschaftsgärten ausgestellt, Initiativen, die sich sehr, sehr stark engagieren, um andere Menschen für das Gärtnern zu begeistern. Und das ist natürlich eine tolle Sache, die wir sehr begrüßen auch von Kraut und Rüben, die wir auch unterstützen. Und wir freuen uns einfach, dass es davon, dass die wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind teilweise. Ich weiß noch, dass wir 2009, ich wohne ja in München, 2009 habe ich eine Studie gelesen, da gab es in München schon 50.000 Menschen, die sich in verschiedenen Initiativen, auch in Vereinen engagiert haben beim Gärtnern. Und eigentlich, es ist noch gar nicht so lange her, jetzt mal gerade 8 Jahre, aber es ist eigentlich erstaunlich, dass damals schon so viele Menschen das gemacht haben und dass die Zahl eben immer noch wächst, dass die Wartelisten immer größer werden. Die Menschen suchen einen Platz bei Garteninitiativen, selbst um nur ein kleines Beet zu beackern. Und da ist für mich auch schon so ein bisschen bei dieser Recherche so ein Paradoxon mir aufgefallen, nämlich, dass eigentlich es ein bisschen widernatürlich ist. Das heißt, in den Städten haben wir einen riesigen Zulauf. Da, wo der Platz am geringsten ist, wo am wenigsten Fläche zur Verfügung steht, wo die Grundstücke am allerteuersten sind, da interessieren sich die Leute am allermeisten fürs Gärtnern. Sie nutzen jeden kleinen Balkonkasten, jeden kleinen Topf, um darin etwas anzubauen. Und wenn es nur ein paar Tomaten sind, freuen sich dann über die noch so kleine Ernte. Und in den ländlichen Regionen, wo man eigentlich sagen könnte, da gibt es große Gärten, da wäre Platz, da könnte man wirklich super was machen. Da fand ja auch bisher immer das Gärtnern statt. Viel Selbstversorgergärten. Wir haben bei Kraut und Rüben 50.000 Abonnenten, die teilweise schon seit 20 oder 30 Jahren unser Magazin beziehen. Und die haben alle sehr, sehr große Gärten, das wissen wir aus den Umfragen. Und legen großen Wert darauf, auch als Selbstversorger bezeichnet zu werden. Und ja, wenn man aber jetzt heutzutage mal aufs Land fährt und sich anschaut, wie viele Neubaugebiete es gibt, wie diese Neubaugebiete gestaltet sind, nicht nur was für Häuser da stehen, sondern auch wie die Gärten angelegt werden von diesen Neugärtnern sozusagen, dann muss man feststellen, das ist teilweise ein echtes Trauerspiel. Also mir geht es so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme aus Südniedersachsen, Münsterland, und wenn ich mal in meinem Heimatort bin, dann ist wirklich um die Ecke von dem Gebiet, wo mein Elternhaus steht, ein Neubaugebiet angelegt. Und da sind halt diese ganzen, kennen Sie bestimmt alle, diese Vorgärten mit dem Zierkies, mit den immergrünen Gehölzen drin. Und ja, da packt einen echt das kalte Grausen, wenn man selber Naturfreund ist und sich vorstellen kann, wie könnte dieser Raum sinnvoll genutzt werden, wie könnte man das toll artenreich gestalten als kleine Biotope für Insekten und Pflanzen. Es wird aber nicht genutzt. Jetzt, woran liegt das? Das finde ich wirklich sehr befremdlich und merkwürdig, dass das eben so anachronistisch, dass gerade in der Stadt diejenigen, die am wenigsten Bezug haben dazu, am meisten das wollen. Das ist natürlich oft so, das, was man nicht bekommen kann, das möchte man am dringendsten haben, ist vielleicht auch einfach menschlich. Aber wie kann man es schaffen, jetzt die Menschen anzuregen, die noch nicht von diesem Virus, sage ich jetzt mal, infiziert sind, auch auf dem Land, wo ausreichend Fläche da wäre und wo gerade es wichtig ist, die Lebensräume, die verloren gehen durch Intensivierung der Landwirtschaft, durch Zersiedlung, Zerschneidung von Verkehrslinien und so weiter, wo die Tiere immer weniger Lebensraum haben und auch die Pflanzen, wäre es umso wichtiger, dass die Gärten diese Funktion übernehmen. Und da haben wir von Kraut und Rüben ein sehr großes Interesse daran, den Menschen das klarzumachen, wie wichtig das ist, ihre Gärten auch als Lebensräume anzulegen. Und letztes Jahr haben wir ein Sonderheft dazu herausgebracht, extra zu diesem Thema. Wer sich dafür interessiert, ich habe auch ein paar dabei, ich kann es nachher gerne mal zeigen. Und das ist uns ein Riesenanliegen. Und ich freue mich sehr, dass hier eigentlich ausschließlich solche Gartenfreunde vertreten sind, die sich eben sehr stark engagieren schon in ihren Initiativen und dazu beitragen, dass das halt
kleine Keimzellen, die schon sehr viel bewirken, die aber auch europaweit durchaus noch mehr zusammenwachsen könnten, dass ich einfach Ihnen sagen will, wie wichtig ich das finde, dass Sie hier jetzt heute auch die Möglichkeit haben, Ihre Initiativen vorzustellen und einfach mal dem Ganzen Raum zu geben und es bekannter zu machen. Ist auch schön, wenn darüber berichtet wird und auch, dass solche Aktionen wie Natur im Garten, dass es die überhaupt gibt, die dazu beitragen, dass es halt auch wirklich europaweit bekannt gemacht wird. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn das Beispiel Schule macht und Sie alle Erfolg haben in Ihrer Arbeit. Ja, ich möchte noch mal zurückkommen, das Thema ist ja Gartentrends. Also ein Trend, den ich jetzt eigentlich nicht so erfreulich finde, das ist eben der, den ich schon angedeutet habe, eben gerade, nämlich, dass die Menschen animiert werden sollten, ihre Vorgärten zum Beispiel etwas attraktiver zu gestalten. Es gab jetzt kürzlich von der Gesellschaft für Konsumforschung eine Umfrage, die ist noch recht aktuell, vom Mai dieses Jahres, wo ich schon befürchtet hatte, dass da ganz furchtbare Zahlen bei rauskommen, aber letztendlich stellt es sich noch nicht so dramatisch dar. Es sind 85% der Vorgärten, ich glaube, das bezog sich nur auf Deutschland, die Studie, 85% der Vorgärten sind noch naturnah, also sagen wir mal naturnah vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest artenreich bepflanzt und auch mit vielen Blumen abwechslungsreich. Und nur 15% sind reine Kiesgärten und Schottergärten. Und nichtsdestotrotz habe ich aber so das Empfinden, dass es halt doch immer mehr wird, je mehr man sich so umschaut und wer viel in der Gegend unterwegs ist, der wird es auch feststellen. Und ich finde zum Beispiel Initiativen gut, wie sie der Dieter Geismeier, das ist, viele von Ihnen werden ihn kennen, Staudengärtner aus Illertissen, der hat vor 2 Jahren im UN-Jahr des Bodens, war das 2015, eine Initiative gestartet, die heißt Entsteint euch. Da ruft er also alle Leute auf, die solche Schottergärten haben, ihm den Kies und den ganzen Schotter, den sie vor der Haustür, nicht auf der Bank, sondern vor der Haustür haben, zu bringen. Und er entschädigt sie in einer Form, er gibt ihnen einen Bodenaktivator mit, den bekommen sie nach Hause, weil er nämlich weiß, wie schädlich, dass es nicht nur einfach optisch nicht schön ausschaut, ich meine, das ist Geschmackssache, ob optisch was schön oder nicht schön ist, aber für die Natur ist es wirklich ein Debakel, diese Kiesgärten, weil die Böden unter diesem Kies gehen kaputt, produzieren keinen Sauerstoff mehr, das Mikroklima wird nachhaltig geschädigt. Auch für die Gewächse, die dort eingepflanzt werden, ist es langfristig so, dass die da völlig standortfremd stehen. Und ich wirklich das Gefühl habe, da ist ein Erklärungsnotstand. Also die Leute müssten aufgeklärt werden. Was macht ihr denn da eigentlich? Seid ihr euch bewusst darüber, was ihr da auslöst? Ihr verschandelt nicht nur die Landschaft, sondern ihr schadet auch der Tier- und Pflanzenwelt, indem ihr sowas macht. Und wenn man da Leute zur Umkehr bewegen kann, und ich finde, das sollte auch unser aller Aufgabe und unser aller Ziel sein, dann wäre das ein positiver Gegentrend, zu dem ich appellieren würde, dass jeder sich auch in diese Richtung engagiert und vielleicht mit Leuten ins Gespräch kommt, bei denen ihm sowas auffällt. Weil gerade in diesen Neubaugebieten ist ja auch ein negativer Trend aus meiner Sicht, dieser Convenience-Gedanke. Also ich erleichtere mir die Arbeit. Das ist eigentlich das Ziel. Es geht nicht darum, den Ursprungsgedanken, den Garten als Erlebnisraum zu begreifen oder als Erholungsraum, was ja eigentlich so mal die ureigensten Eigenschaften eines Gartens sind, sondern diese Leute, denen geht es eigentlich nur darum, sie haben eine Fläche, einen Freiraum rund um ihr Haus und es muss notwendigerweise ein Abstand sein zum Nachbargarten, zu dem Nachbargrundstück. Und das wird jetzt nicht als irgendwie Bereicherung empfunden, sondern für die ist das wie eine Art Strafe. Was mache ich jetzt dahin? Ja, ich lege am besten einen Rasen an, weil der Rasen schadet nichts, den muss ich nur mähen. Und es schaut dann schön grün aus und gepflegt und aufgeräumt. Und das ist dann so ihre Vorstellung davon, was ein Garten sein müsste oder könnte. Und
das finde ich eben auch sehr schade. Ich fände es toll, wenn man es schaffen würde, den Leuten klarzumachen, dass ein artenreicher oder naturreicher Garten nicht zwingend Arbeit macht. Der Karl Ploberger ist das beste Beispiel dafür, der immer darauf hinweist, dass das Gärtnern für intelligente Faule gemacht ist und dass man tatsächlich auch tolle Strukturen schaffen kann im Garten, ohne dass man sich ständig darum kümmern muss. Weil wenn das System einmal in sich funktioniert, dann hat man keine Arbeit mehr damit. Dann hat man nur noch Freude daran, kann sich über die schönen Blumen freuen, über die Insekten, die kommen, über die Vögel. Und das kann man doch bestimmt irgendjemandem klar machen, dass das wirklich wichtig wäre, da eine Umkehr zu erreichen. Das versuchen wir natürlich bei Kraut und Rüben. Immer wieder weisen wir darauf hin. Wir haben auch viele Leser, viele treue Leser, über die wir uns sehr freuen. Und ich denke auch, dass viele diesen Gedanken weitergeben. Ich habe zum Beispiel kürzlich bei uns, ich habe die Süddeutsche Zeitung abonniert und vor 2 Wochen war ein Beitrag da drin. Ich habe ihn auch mitgebracht. Moment. Und zwar nicht auf der Wissensseite, sondern im Feuilleton, also Gesellschaftspolitik. Ja? Da hat der Gerhard Matzig, das ist einer von den Feuilletonisten bei der Süddeutschen Zeitung, einen Beitrag geschrieben, der heißt Kies statt Paradies. Und der zielt genau darauf ab. Und das ist wirklich toll, also echt lesenswert, wenn Sie möchten. Ich lege den gleich mal aus, kann sich jeder noch mal anschauen. Aber was mich dann hinterher noch am meisten gefreut hat daran, war eigentlich, dass eine Leserin, eine Abonnentin von uns, das wusste ich vorher nicht, hat einen Leserbrief geschrieben auf diesen Beitrag hin in der Süddeutschen Zeitung. Der ist jetzt erst vor ein paar Tagen erschienen, den habe ich auch dabei. Und den habe ich gelesen und gedacht, Mensch, toll, warum können nicht alle Leute so eine Einstellung haben? Und ich habe mich so gefreut, dass die das geschrieben hat in der Zeitung. Ich meine, die lesen immerhin 250.000 Menschen jeden Tag. Das ist ja schon mal was. Das ist eine Hausnummer. Und dann habe ich nur den Namen gesehen und wo sie herkommt und habe dann bei uns in der Kartei nachgeschaut und sie ist tatsächlich Kraut und Rüben-Abonnentin. Und das fand ich großartig. Ja, da habe ich mich richtig gefreut und gedacht, toll, wenn wir es irgendwie schaffen, so einen Multiplikationsfaktor hinzubekommen, das wäre irgendwie so unser erklärtes Ziel. Das wollen wir gerne erreichen. Und ja, jetzt nochmal zurück zu den Gartentrends. Was ich also auf jeden Fall auch als Trend sehe, ist eben diese Entwicklung zum Naturgarten hin, dass wir langfristig überhaupt nicht drumherum kommen. Wir befinden uns im Klimawandel. Es ändert sich sehr vieles, ob wir jetzt wollen oder nicht. Wir müssen darauf reagieren. Und wir sollten das auch unbedingt im Auge behalten. Ich denke, alle, die hier sitzen, tun das sowieso und sind sensibilisiert dafür. Aber wir können wirklich nicht Werbung genug dafür machen, für diese gute Sache, für die Gärten. Und aus dem Grund finde ich es einfach mit der Haupttrend. Das ist auch ein Trend, der wirklich den Namen noch verdient, aus meiner Sicht, zu sagen, das ist unser Hauptanliegen in der nächsten Zeit. Das wird auf uns zukommen und wir sollten uns darum kümmern. Wir sollten uns Argumente bereitlegen, wir sollten uns schlau machen, wie schaffen wir es, standortgerecht unsere Gärten zu bepflanzen, Tieren und also Vögeln, Kleinsäugern, Insekten einen Lebensraum dort auch zu geben, dort, wo sie ihn in der freien Landschaft nicht mehr finden. Und ja, Ihre Initiativen allesamt, wie sie da sind, gestern wurden sie ja schon vorgestellt, sind für mich Leuchtturmprojekte, was das betrifft. Ich finde es unheimlich toll. Ich möchte Sie ermuntern, in dieser Richtung weiterzumachen. Und ja, ich kann Ihnen einfach nur Erfolg dabei wünschen. Und wo wir es können, werden wir Sie von Kraut und Rüben auf jeden Fall unterstützen. Ich würde mich auch gerne noch mit Ihnen nachher austauschen, unterhalten darüber. Lade jeden herzlich ein, zu uns in den Workshop zu kommen, um darüber weiter zu diskutieren. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin alles Gute damit. Und ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.